Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, also, heute reden wir über ein relativ kurzes Thema, aber dennoch, ich fand, es muss auch besprochen werden und ich möchte, dass ihr da auch wisst, wie das dann geplant ist. Nämlich das Thema Internet. Internet in meinem neuen Zimmer. Also, ich habe ja den Plan, meine ganzen Spielekonsolen dann dort aufzubauen und meinen PC und dann halt auch noch mein Mac und noch den Mac. Ja, und in Anbetracht der Tatsache, dass da diese ganze Elektronik ist, braucht da ja einige davon auch wieder ja auch so Sachen wie Internet. Und deswegen habe ich dann überlegt gehabt, ursprünglich, ob ich, also mein Ursprungsplan war, ich mache ein Loch durch die Wand und dann werde ich mit dem Zwifter das nach da drüben führen und hier habe ich dann halt auch noch Internet, falls ich dann mal hier was arbeiten möchte oder muss oder wie auch immer. Und da drüben baue ich dann halt mit meinem 8er Zwifter halt eine neue, noch ein zweites Internetstandbein auf. Wobei mir gerade was auffällt und das muss ich auf jeden Fall bedenken. Das ist wichtig. Gut, ja. Dann auf der nächsten Seite war dann die Überlegung, ob ich das nicht über die Wand nach unten, also so, dass wir dann eine neue Buchse machen. Das hat jetzt aber mein Internetspezialist hatte uns geheim, hat jetzt mir erklärt, dass das gar nicht geht, weil unser Internet hat nur einen Anschluss oben auf dem Dach und der eine Anschluss, der ist genau hier in diesem Zimmer. Und er findet es dann keine gute Idee, den an, also wenn ich, also er findet die Variante A, dass ich dann einfach den Anschluss durch die Wand in das Zimmer rüberziehe. Finde da keine so besonders gute Idee, weil dann würde ich mir die Optionen nehmen, wenn ich mal hier drin arbeiten müsste. Und die Variante B, eine zweite Büchse, geht halt ja, wie gesagt, nicht. Und so viel haben wir, nachdem wir das besprochen hatten, sind wir dann eigentlich zu der Lösung gekommen. Die beste Lösung ist die mit dem Loch in der Wand und dann das Kabel da durchziehen und dann halt mit dem Kabel es über die übers Zimmer zu verteilen. Und da der Fernseher voraussichtlich und die ganzen Konsolen und alles auf der Seite sind, aber das Internet dann auf der Seite, ist der Plan jetzt, dass in den Einbauschrank noch ein Loch gemacht wird, wo man dann ein Fernseherkabel ein längeres durchlaufen lassen kann und halt auch noch die ganzen Internetkabel. Und ja. Das ist dann jetzt gerade so der aktuelle Plan, aber vielleicht kann es auch sein, dass es gar nicht so ist, dass wir dieses Loch im Einbauschrank brauchen, obwohl eigentlich macht das den meisten Sinn. Und ich fände es auch so rein von Zimmeraufteilung am schönsten, wenn man dann da das so hätte. Ja, also ich neige dazu, das dann das doch schon so zu machen. Ja, das ist dann jetzt so der aktuelle Plan und ich brauche voraussichtlich auch noch ein Internetkabel für den Fotodrucker, den ich mir wünsche zum Geburtstag. Der ist nämlich jetzt bald. Heute ist gerade mal der 12. In 12 Tagen. Lustig. Ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob euch da noch eine Idee mit dem Internet einfällt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder an die bell.readmeatoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.